So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Wrath of the Lich King Folge 166, wenn ich mich nicht irre. Sauregen erhöht, nicht verstören und unsichtbar werden. Wir sind beim grüß Gott. Mit ihnen hatte ich nicht gerechnet. Aber ich töte sie natürlich trotzdem, ich will einmal nicht so sein. Wie kostet das im Verhältnis 2,20? Naja, gut. Haut ganz gut rein. Als Finisher, ja. Da, wir brauchen noch einen und aber noch ein paar Flügel. Wir müssen also noch Flügel lassen, sozusagen. Ja, wie gesagt, die fallen so schnell um, das lohnt sich teilweise dann schon gar nicht mehr. Aber ich glaube, die Flügel konnten wir doch auch. Moment. Die Flügel können wir doch auch von woanders bekommen. Genau, also die da unten geben das auch. Und da müssen wir sowieso nochmal hin wegen dem Aalfilet. Also müssen wir die noch nicht zwingend machen, weil diese von hinten. Dann machen wir die doch unten, weil ich glaube, da gibt es auch ein paar mehr von den Viechern. Wir sammeln aber schon mal ein paar Glühkappen. Wenn wir Glühkappen entdecken. Die brauchen wir nämlich für eine spätere Quest noch. Ich glaube, da haben wir 10, 15 Stück gebraucht oder 20. Ah, nein, ach Mann, ich war doch schon quasi auf dem Mount drauf, du Drecksack. Ich war. Aber ich muss ihn noch nicht töten, ihr kommt erst noch dran. Na komm. Ich wollte nur die fucking Glühkappe. So. das sind unsere sind besser. Was gibt denn am meisten Kohle? Die da. Mögen gut. Keine Folgequest, das entlastet uns. Sehr schön. Wer ihr seid denn? Die türkische Möckern. Genau, jetzt brauchen wir die Schlitzer. Alles klar. Alles klar. Halt, ich will da rein. Huch, da nicht dachte. Lass mich doch da rein. Sehr fix. So. Der Boss. Gibt gut Punkte, drohender Angriff. Die Angriffspläne, alles klar. Den Häuptling haben wir auch gekillt. Sei vorsichtig. Und dafür gibt es dann auch keine Folgequest. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt 3 frei. Wird das schon reichen? Wir werden es sehen. Schutztotems könnten wir mal eben holen. Die sind ja da hinten. Wo es da auch noch eine Quest dafür gab, zusätzlich. Ach, dieses elende Elend. Oder wir schlitzen erstmal die Schlitze auf. Ich wollte doch hier eigentlich noch gar nicht so viel questen. Ich wollte doch eher auf die Höllenfeuerinsel noch. Weil wir sind ja bald 55 und dann werden da noch mehr Quests grün. Ei, der Witzka. Ich verzettel mich hier wieder total. In meinem Bestreben, alles zu erledigen. Wenigstens kommen sie gerade im Doppelpack. Das macht es ein bisschen einfacher, die einzusammeln. Und es hat so ziemlich jeder Klingen dabei.
Auch das ist sehr gut. War früher ja sehr viel weniger. Ich erinnere da immer wieder gerne an das Berglöwenblut aus dem aus Tarans Mühle, Vorgebirge vom Hügelland. Und die Bären, die alle irgendwie ohne, was hatten sie, Zungen rumgelaufen sind. Ne? Ja, damals hatten es die Tiere schwer. Ah, da hinten sind noch Viecher. Also wenn wir hier sind, dann killen wir die jetzt auch. Ja, das ist ja klar. Wie gesagt, wir brauchen nur noch Flügel. Servus. Und Mana. Sehr schön, lichtdurchlässiger Flügel. Weil wir müssen ja da hinten hin, da ist ja das Dorf. Heißt, die liegen quasi auf dem Weg. Gesundheit und Mana, Früchte, Pastete. Gott, meine Fresse, ist schon wieder Weihnachten rum, ne? Ist Weihnachten rum. So schnell. Und das nächste Fest steht ja schon dann quasi wieder vor der Tür hier mit Weihnachten. Ne? Also, das ist, ja, geht ja so schnell. So schnell. Verrückenschwärm. Nein, der hat jetzt keinen Flügel dabei. Das ist nochmal eines. Ah, von denen da hinten, den Glimm. Heinz ist da, kann man Glühwürmchen auch bekommen. Hi ho. Ich bin gekommen, sie zu töten. Wunderbar, noch ein Flügel. So. Die haben hier später auch noch Quests gegeben für den tiefen Sumpf. Hallo? Wieso kann ich den nicht? Ich kann die Quest nicht annehmen. Warum? Verstehe ich nicht. Ist es ein Bug? Mein Bug, dein Bug. Das ist ja doof. Ach nee, okay. Okay, ich erinnere mich. Das ist. Ah, okay, die sind unfreundlich deshalb. Ja. Okay, ist kein Bug. Kein Bug. Ich weiß Bescheid. Wir müssen erst da hinten bei dem einen Typen die beiden Quests machen, die uns auf einen neutralen Status bei denen bringen. Die Quest sollte eigentlich noch gar nicht angezeigt werden. Auf unfreundlich. Oh, da hinten sind zwei. Nehmen wir beide mit. Ich nehme euch alle mit. Wirklichkeit um 10% erhöht. Wow. Das ist halt immer die Frage. Lohnt sich's? Wir lassen es jetzt mal dran, weil der nächste ist sowieso wieder infiziert. Ich brauche noch einen lichtdurchlässigen Flügel. Besitz. Zehn Stück. Ist okay. Die müssen wir nicht dann umlegen, die Lords. Unter anderem. Hui, gehen sie mal weg. Ah, ne, den Schlitzi. Schlitzi brauchen wir auch noch. Oh, und unser Dingens ist ausgelaufen, Siegel des Befehls und unser Segen der Macht.
Habe ich gar nicht gemerkt. So, der war jetzt da hinten irgendwo. Da. Da so. Ja, sehr gut. Genau. Nämlich bei dem muss man das erstmal machen, bis man zu den Sporegar hingehen darf. Das müssen exakt am Mundo zwei Quests sein. Jawohl. Einmal die Beutel sammeln und einmal hier die Sumpflord ranken. So, du kommst mal mit zu ihm hier. So. Denn wir brauchen noch zwei von den Schlitzern. Die nehmen wir direkt mit. Sind zwei Quest-Dinger draus. Noch eine, weil da hinten gibt es nämlich auch noch eine Quest. Aber wir machen erstmal hier die Sumpflord-Ranken und die... Halt, nein, wir essen erstmal was. Unser Mana ist ja fast durch. Die geben auch unbekannte Pflanzenteile dann und alles mögliche. Man kann sie auch kirschnern bzw. Sammeln, wenn man Pflanzensammler ist. Dann kann man die Lords auch sammeln. Lord extra. Sumpflordranke, ja, das ist wirklich viel. Ich mache es normalerweise so, dass ich sie nicht gezielt angreife, sondern wenn sie halt mich angreifen, ich sie mitnehme, weil wir brauchen nur 6 Ranken und mehr Pilzbeutel-Dinger. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns bei den Pilzbeutel-Dingern angreifen, ist einfach dann relativ hoch, dass die automatisch kommen. Ich muss ja erstmal die Pilzdinger hier finden. Da ist so ein Pilzding, hier. Reifer Sporenbeutel. Und wir nehmen jetzt beide mal mit, wenn die schon so praktisch zusammenstehen. Eins. Haben nicht alle eine Ranke, das ist schon richtig. Aber Moment. Der Kleine hat es leider auch nicht überlebt. C'est la vie. Ha, also mit Sporenbeuteln sind die hier ja schwer aufdringlich gerade. Habt ihr denn die Sporenbeutel hin, Freunde? Die alle selber gefressen oder was? So. Schnappen wir ihm den Kill weg. Halt, nein, ich wollte dich nicht schlagen. Hey, geh weg. Ich wollte dich nicht. Hör auf. Resette, du Spackenhirn. Resette gefälligst. Ich wollte ihn nicht hauen, Kleiner. Ich wollte ihn nicht, um Gottes Willen. Ja. Wenn ich den mich jetzt platt mache, dann findest du die Spore gar nicht so lustig. Die Spore gar nicht so lustig, sozusagen. Ja. Ich glaube, ich arbeite deswegen jetzt auch mal ohne Weihe, damit ich den kleinen Mann nicht noch mithau. Das wäre kontraproduktiv. Ah, das war zu spät. Aber okay. Aber den kann man. Aber wenn sie zu weit unten sind, zählen sie dann nämlich nicht mehr. Nein, ich wollte den nicht... Nein, ich wollte den Nachwuchs nicht, um Gottes Willen. Oh, der Fix! Ist doch nicht wahr. Den Beutel habe ich erst nicht mitgenommen, oder wie? Vor lauter geschockt sein, dass ich den kleinen Nachwuchs gehauen habe. Aber es hat... Also unsere Beziehung hat es nicht verschlechtert. Na gut. Wenn's denn so ist. Drei Beutel. Servus.
Hallo? Hey, sieh da! Was siehst du mal? Das sind nämlich die Sumpflords hier. Der hat für mich wieder nicht gezählt. Nein. Gibt ja alles EP. Wie weit wir schon sind? 83%. Vorhin waren wir bei 59. Okay. Ich will die jetzt aber eigentlich dann auch gar nicht killen, weil es sind ja keine Lords. Lords und Ladies. Also nur die Grünen. Sag mal. Sind hier noch zwei Beutel. Keine Beutel da, sozusagen Beutelsend. Der Kleine hat schon wieder den Typen umgebracht. Ist doch nicht wahr. Fresst meine Beutel weg und bringt meine Mobs um. Ich fass es nicht. Schau dir das an. So. Hilft nix. Wir brauchen noch einen Beutel. Ich meine, die Lords gibt es auch woanders. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Aber die Beutel eben gibt es nicht woanders. Gibt es nur hier. Da. Sehr schön. Gut, dann gehen wir den Beutel ab und nehmen hinten noch die andere Quest an, weil die führt uns auch zu Sumpflords. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Dann können wir das auch wieder in einem Abwasch erledigen. So, und wir bekommen 750 mehr für die Fraktion und sind jetzt bei Sporiga, Sporiga, Sporiga. Ja gut, immer noch unfreundlich. Aber es geht in die richtige Richtung. Ah, guck mal hier. Vielleicht müssen wir halt so noch ein paar Sumpflords töten. Wie gesagt, das ist ja dann alles für Ruf. Bist du noch nicht da? Hallo? Wo ist denn dein Herrchen? Wo ist denn dein... Die ist noch nicht da. Die steht normal hier. Und, na egal. Hier, hungrige Sumpflords. Dann kommt das wohl auch erst später. Hier, verhungerter Sumpflord. Siehste, siehste. Ja, da müssen wir nachher sowieso nochmal hin, aber... Naja, ich wollte es halt gerne in einem Abwasch machen. Kann ich jetzt nicht. Sieht. Geben die Fungus-Giganten auch ran? Ich weiß es gar nicht mehr. Das werden wir jetzt mal testen. Nein, die geben keine Ranken, also tatsächlich nur die Lords. Ah, kommt die Lady wieder mit. Lords und Ladies. Also hier gibt es, wie gesagt, Lords und drüben. Oh, unser Inventar ist voll. Na, dann wird es ja schleunigst Zeit. Schmeißen wir mal das weg, was eh keine Kohle bringt. Ja, ein bisschen was bringt es ja schon. So geringfügig. Auch das Wenige will gepflegt sein, wie man so schön sagt. Oder steter Tropfen höhlt den Stein. Diese Dinger müssen wir später sammeln. So, dann komm mal her, mein Freund. Du bist im Idealfall, aua, der Letzte. Nein, du bist nicht der Letzte, Mann. So, wo haben wir denn noch einen Lord? Da haben wir noch einen Lord.
tatsächlich, fehlt uns noch eine. Ich weiß nicht, was am Zweifeln, weil seit zwei Lords keine Ranke mehr gefallen ist, ob wir nicht schon alle haben und ich es noch nicht gemerkt habe, aber nein, wir haben nicht alle. Tatsächlich keine gedropst. Skandal. Schon wieder nett. Sag mal. Schau dir mal das an. Sag mal. Ich will den nur umhauen, weil ich möchte gerne das Teufelseisen vorkommen ran. Es ranken sich Gerüchte um die Sumpflords, dass sie keine Ranken mehr haben. Tja. Bekannte Pflanzenteile haben wir 8. Was brauchen wir denn da später? 10 oder 20? Oh, okay, 3. Dann essen wir aber erstmal was, bevor die 3 umlegen. Das sind die 3 Weisen aus dem Morgenland. Oh, dann kommt mal ihr drei Weisen aus dem Morgenland. Oh, Geronimo! So. Oh, jetzt kriegen wir gleich dreifach auf die Pömmel. Kommt ihr! Wir wissen, ihr wollt es doch auch. Jawohl. Komm. Schätzigen. Ja, da fällt der erste. Oder? Ja, da. Ah, genau, sehr schön. Hui, und. Ja, tatsächlich eine Ranke. Wunderbar. Danke, Ranke. Wir fliegen weiter. Okay. Stapel. Ist uns egal. Ist uns ein Wurst. Ober, ich hätte gerne einen Pilz, aber es soll leuchten. Oh, jetzt shifts gerade. Zum Glück habe ich die Fenster zu. So, jetzt haben wir wieder 57 und jetzt können wir bei dem natürlich noch mehr Sporensäcke und noch mehr Ranken abliefern, um dann auf einen neutralen Ruf zu kommen. Das heißt, wir müssen in der Tat noch einmal Säcke abliefern. Brauchst du wieder 10? Ja. Dann würde ich sagen, wir holen uns nochmal schnell 10 Sporensäcke. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Optimistisch gedacht. Weil dann sind wir auf jeden Fall neutral und können die anderen Quests noch annehmen. Und fliegenderweise ist einfach ein Sporenbeutel auch... Ach, wir waren gar nicht gemeint. Ich dachte schon. Weil er mit Sicherheit auf uns zurückkommen wird, wenn er den Typen getötet hat. Ich hoffe nur, dass wir keinen Infight-Bug haben. Oh ja, Alter, krieg ich dich ein. Immer hinrennt und fortrennt. Oh. Ja, grün nehmen wir natürlich mit. Da ist doch überhaupt keine Frage. Ja,
Ja, doch, wir haben wohl einen Kampfbug. Aber wir wissen ja, in welchem Viech es liegt. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Gut. Ich habe gerade gedacht, wir müssten nochmal zurück und den umlegen. Wie viele Säcke? Sporensäcke 4. Ich weiß gar nicht, ob man die Säcke noch bis freundlich sammeln konnte oder nur bis neutral. Das weiß ich nicht mehr. Wir werden erst sehen, ob wir dann noch die Möglichkeit haben, wenn wir neutral sind. Ich will keinen Regen, ich will Schnee. Manno. Im Norden ist es so schweinekalt, ey. Was habe ich gestern gelesen? Minus 6 Grad. Und hier im Süden ist es so warm mit plus 8 Grad. Also, ja, für einen Schneefan ist der Süden wirklich nichts. Aber gut, was willst du machen? Na kommt, Leute, ihr werdet doch noch ein paar Beutel für mich haben, das gibt's doch nicht. Gibt es nicht mehr. Sind alle Beutel aus, Klaus? Da ist noch einer. Aber mit einem kommen wir eben nicht weit. Denn wir brauchen noch zwei. Ach, guck mal, da sammelt auch jemand gerade. Ah, das ist natürlich für uns dann kontraproduktiv. Da ist noch einer. Ah, und da hinten ist noch einer. Sehr gut. Ha, hola, hier hoch. Wunderbar. 10 Stück. Ja. Abgeben. EP kriegen wir dafür jetzt natürlich nicht mehr. Aber wir werden jetzt wusch, neutral. So, da gehen wir eine Quest. Na, ah, guck mal, es geht noch. Aber wir gehen jetzt nach Sporiga, wie uns geheißen wurde. Und die. Moment, was ist da oben? Fragezeichen. Ach so, da oben ist direkt Sporiga, okay. Ja, klar. Klar, klar. Ich werde jetzt weitergeflogen. Kenne ich nix. Moment mal, habe ich alle. Nee, habe ich nicht. Moment. Sehr, ich brauche noch einmal Flügel. Einmal noch Flügel. Viele von den Kappen haben wir. Ah, sehr guten Flügel. Die Kappen, die Kappen, die Kappen, die Kappen, die Kappen, die Kappen, die Kappen. Oh, wo sind sie denn? Alter, wo sind sie denn? Da. 13. Ich glaube mich dunkel an 15 zu sein. Ich sammle mal noch 2 ein. Vielleicht sammeln wir auch mal 3 ein. Kommen wir sowieso vorbei. Dann entglitzere ich mich mal. Da ist noch eine. Ja, vielleicht sammle ich noch eine ein, die schon da ist.
Gut, ja, okay, jetzt sieht es schon anders aus. Huch, hier geblieben. Jetzt sieht es doch schon anders aus. Jetzt können wir hier nämlich auch... Ist auch spontan der Ton weg, ne, wenn wir hier drin sind. Da haben wir nichts mehr. So, jetzt können wir die annehmen. C, ach, nur 10 Glühkappenpilze. Na, sehr gut, machen wir auch gleich. Glühkappenpilze. Hurrets. Und da können wir jetzt immer wieder 10 Glühkappenpilze abgeben für Ruf. Immer 750. So wie bei den Sporensäcken. Ich glaube, bis wohlwollend in dem Fall dann. Gut, let's see. Los geht's. Tiefenspor, Dorn im Echsenkessel, Tiefensumpf. Jawohl. Und hier drin. Tötet die Mutter ist auch im Tiefensumpf. Da gibt es dann schöne Pilze dafür. Und hier drin die fruchtbaren Sporen. Okay, die können wir auch mal annehmen. Ha, 25, 25. Da hinten ist noch... Oder hier? Wo war denn der Händler? War der hier drin? Wir können nämlich hier schon mal ein paar von dem Schrottzeug verkaufen, was wir mit uns rumschleppen. Ja, das ist der Rüstmeister. Sehr schön. Dann Müll entladen. Flottranken behalten wir. Kriechermoos kann weg. Ja, wie gesagt, summa summarium haben wir bestimmt jetzt schon 20 Gold gemacht, allein mit dem Müll. Deswegen schmeiße ich den nicht so gerne weg, sondern verkaufe ihn dann eben eher. So, das sind Questdinger. Die Glühkappen brauchen wir noch. Und die Dinger werden verschickt. Alles klar. Da gibt es dann später den winzigen Sporensegler als Haustier und einen sehr hässlichen Wappenrock, wie ich finde. Na okay, der geht eigentlich noch. Sieht ein bisschen aus wie Brokkoli. Ich habe ihn jetzt mit so einem grünen verwechselt. Den gibt es auch irgendwo. Botanikerbeutel, Muschelriegel. Ja, ja, ist ganz nett. Ist ganz nett. So. Fruchtbare Sporen wollen wir später einsammeln. Wir gehen noch rüber ins Hauptquartier. Hier und stellen uns in die Gaststätte, um noch ein bisschen Rested-Bonus abzugrasen. Und das Level-Up werden wir dann wohl voraussichtlich in der nächsten Folge hinbekommen. Mal gucken, ob ich die später noch aufnehme. Zuerst mal gleich was essen. Schauen wir mal. Ali beim Flugmeister, wo denn? In Okrimar, na dann. Gehen wir jetzt halt nicht nach Okrimar. Hatten wir aber eh nicht vor. Ich hab den schärfsten Klingen der Welt. Ein Schwert. Oh. Ja, nehmen wir es mal mit, komm. Man sieht's. So. Ja, wir sind kurz davor. 99%. Ah, verschicken können wir noch. Sonst vergessen wir das wieder. Ah, Seelen gewonnen, okay. Ja, Seelen gewonnen verkaufen wir dann natürlich, ist doch klar. Das war ja das Teil, wo wir möglichst viel Gold dafür wollten. Unsere Einzelklinge macht 52, die macht 48, dann verkaufen wir die auch gleich mit. So, gut, eine wieder mal einigermaßen lange Folge geht zu Ende. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.